Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich befinde mich gerade nicht mehr in Deutschland, sondern in Nizza. Ich kann es gerade gar nicht glauben. Und ich sitze hier gerade auf meinem Bett. In meinem Airbnb. Und wartet mal, ich muss euch die Aussicht zeigen. Das ist mein Balkon. Cute, bitte. So cute. Ich gebe euch jetzt eine Roomtour. Also, das hier ist mein Schlafzimmer. Dann habt ihr da halt den Balkon. Und so sieht das Schlafzimmer aus. Da ist mein Kleiderschrank. Ich bin erst gerade eben angekommen, also ist nichts eingeräumt. Da ist das Bett. Alles voll cute gemacht. Yes. Dann ist hier das Wohnzimmer. Auch voll cute. Also richtig sauber auch alles. Dann ist hier das Badezimmer. Ja, also, was willst du mehr? Weil ihr habt hier so einen Touch. Ui. Dann ist da der Eingang. Und hier noch eine kleine Küche. Also alles, was das Herz begehrt. Also es sieht doch alles echt modern aus. Und neu. Ja, Mikrowelle. Und die kann man auch auf dem Balkon. Auf jeden Fall wollte ich mich jetzt ein bisschen fertig machen, weil ich sehe echt ein bisschen durch aus. Und dann wollte ich mir ein bisschen was zu essen holen. Hier haben die meisten Cafés und so haben schon zu. Aber ich wollte ein paar Lebensmittel kaufen. Ich bin ehrlich gesagt gerade nicht so motiviert. Ups. Okay Leute, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich will jetzt ein paar Sachen einkaufen gehen. Wir haben jetzt aber auch schon kurz vor 8. Also es wird jetzt auch Zeit. Ich bin irgendwie platt. Ich konnte noch nicht schlafen letzte Nacht, deswegen. Yeah. That's it for today. Hello friends, wir haben den nächsten Tag. Ich weiß, ich sehe schlimm aus, okay? Okay, I know. Meine Nacht war irgendwie nicht so nice. Ich hatte irgendwie voll Angst, dass hier irgendjemand reinkommt. Ich weiß auch nicht. Ich habe die ganze Zeit so Stimmen gehört. Und also ein Airbnb ist immer was anderes als ein Hotel, sich allein zu machen. Und meine Haut ist echt eingeschissen. Aber jetzt zu dem super lustigen, funny thing. Ich habe mir gestern Abend bin ich einfach eingepennt. Ich habe gar nichts mehr gemacht. Ich wollte nur noch meine Skincare machen und duschen. Ja, ich habe nicht geduscht, I'm sorry. Und dann bin ich um 4 Uhr wach geworden, wollte dann wenigstens noch irgendwie meine Zähne putzen, weil ich das echt ekelhaft fand. Hab dann hier die Zahnbürste rausgewühlt, drehe mich um und laufe volle Kanne mit meiner scheiß Nase genau dagegen. Und das ist dann dabei rumgekommen. Es hat richtig schön geblutet. Ich weiß nicht, wieso mir sowas immer passiert. Egal. Meine Nase ist noch dran. Aber es ist wieder so typisch. Boah, ich würde mich auf jeden Fall jetzt fertig machen und dann gehen wir irgendwo hin. Let's do this together. So Leute, ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht. Ich habe so ein Kleid an. Alles ganz cute. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg, um mir was zu frühstücken. Ja. Hallo Leute. Ich habe gerade einen Mental Breakdown. Ich weiß auch nicht warum, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich fühle mich hier so alleine. Und ich glaube, es liegt größtenteils einfach daran, dass es hier so ein Airbnb ist. Sorry. Wenn das so groß ist. Und ich weiß nicht warum. Weil eigentlich ist es hier voll ruhig und so, aber ich fühle mich hier irgendwie so unsicher und ich kann es ehrlich gar nicht beschreiben. Und ja. Voll dumm eigentlich zu heulen, aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollte ich einfach mal rausgehen. Mal schauen. Ich muss sagen, ich hatte das noch nie so auf einer Reise, als ich allein war, aber irgendwie, ich weiß ja auch nicht, woran es liegt. Keine Ahnung, vielleicht weil ich mal den Tag habe. Naja, egal. I wish I could be more convincing. Klipp's auf. But the closer you're inching.
further away. I see, I know it's not fun trying to mind read, but I've already got one. Hey Leute, ich bin wieder zurück. Ich bin schon länger zurück. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen gechillt hier auf der Couch und jetzt werde ich wieder auf den Weg machen, mir was zu essen zu holen. Ich habe eigentlich größtenteils nur am Strand gechillt. Ich habe das ganze Buch durchgelesen. Ich habe Veronika beschließt zu sterben gelesen. Das heißt auch nicht so dick, das Buch, aber sehr, sehr cool. Ich habe noch nie ein Buch an einem Tag durchgelesen. Das ist neu. Und ja, mir geht es jetzt auch wieder besser. Ich habe mich ein bisschen beruhigt. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass ich jetzt bald meine Tage bekomme und ich halt sehr emotional bin. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt was zu essen holen. Und ja, das Wetter hier ist bombastisch. Seht ihr das? Yes. Schaut mal. Ja, die tun genauso weh, wie sie auch aussehen. Oh no, ich will keine scheiß unterirdischen Kackpickel auf meinem Kackkinn haben. Bye. Bis gleich. Scheiße. Hallo Leute, für den nächsten Tag. Ich glaube, ihr habt mich noch nie so wasted gesehen. Ich bin richtig am Arsch. Ich bin komplett verbrannt. Scheiße, du hast gar nicht so gesehen. Oh mein Gott, meine Mama bringt mich um. So sehen meine Arme aus. Und ich habe mir Nudeln gemacht. Wir haben einfach 9 Uhr. What the f***? So Leute, ich habe jetzt gerade meine Spaghetti gegessen, aber ich habe nebenbei, das war das, Kampf der Reality Stars geguckt. Ich werde gleich noch ein bisschen was mit euch quatschen, aber ich mache mich jetzt einfach fertig, weil, ja. So Leute, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich wollte eigentlich mit euch noch ein bisschen talken. Vielleicht stelle ich mir irgendwie hier die Kamera auf. So Leute, wir haben heute Donnerstag. Ich reise ja Montag erst ab. Ich wollte ein bisschen mit euch talken. Ich habe mich voll allein gefühlt. Und ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Also ehrlich nicht. Kann auch sein, dass ich jetzt bald meine Tage bekomme. Das ist vielleicht deswegen so Hormone und sowas. Das kann es natürlich auch sein. Aber ja. Ja, ich habe richtig geweint. Und ich habe sogar meine Mom, ich habe sogar ihr Flüge rausgesucht, damit sie hier hinterher fliegen kann, damit ich nicht alleine bin. Und ich hatte das noch nie. Selbst meine Mom meinte so, was ist los? So kenne ich dich doch gar nicht. Und ich so, ja, ich kenne mich so auch nicht. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon öfter alleine gereist. Und ich hatte das so noch nie. Also klar, man hat mal so Momente, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr allein fühlt als man anders. Aber so hatte ich das auch gar nicht. Aber das gehört wohl auch dazu. Heute geht es schon wieder viel, viel besser. Ich habe auch mit ein paar Freunden telefoniert. Auch so Thema Freunde. Ich weiß, das ist jetzt eigentlich kein Real Talk oder so. Aber ich muss noch mal kurz was zu sagen, weil ich war eigentlich immer eine Person, ich hatte nie... Das hat sich richtig traurig an. Aber ich hatte nie so richtige Freunde. Und das soll gar nicht fies klingen, aber ich hatte nie Freunde, die sich wirklich für das interessiert haben, was ich fühle oder was ich empfinde oder mir wirklich das Gefühl gegeben haben, dass sie mir richtig zuhören und mir auch die Zeit geben, über meine Gefühle und so zu sprechen. Ich hatte immer das Gefühl, dass wenn ich was über mich erzähle, dass die Menschen sich nicht richtig interessieren und dann habe ich halt nicht mehr wirklich über meine Gefühle gesprochen, sondern immer nur so oberflächliche Themen oder oberflächliche Gedanken angesprochen, damit... Keine Ahnung, also ich hatte meistens eher das Gefühl, dass ich eher so Freunde hatte, die halt lieber so über ihren Stuff geredet haben. Und dann teilweise denke ich mir aber auch so vielleicht, weiß ich nicht, also sagen wir mal so, ich glaube, ich hatte bisher in meinem Leben noch nicht so super viel Glück mit Freunden. Ich kann das aber auch nicht so gleich, also verallgemeinern, weil ich glaube, einfach weil ich von Freundschaft immer das Gefühl hatte, so okay, die hören mir eh nicht zu und so. Dass ich dann vielleicht mich auch nicht mehr so krass bemüht habe.
Ich glaube, es kann auch daran liegen. Aber auf jeden Fall dieses Jahr, was das angeht, so hat sich das voll mega verändert. Und ich habe irgendwie so wirklich Leute gefunden, die sich wirklich für mich interessieren. Und jetzt habe ich einer Freundin geschrieben, meine so, also ich habe mir so eine Sprachmemo gemacht, weil die hatten geschrieben. Und dann musste ich in der Sprachmemo anfangen zu weinen, weil ich halt ihr erzählt hatte, dass ich mich irgendwie so alleine fühle. Und dann hatte ich so wirklich das Gefühl, dass sie sich interessiert und nicht so, ja, alles wird wieder gut. Und dann hat sie irgendein anderes Thema angebrochen. Und das war mir früher immer. Ich habe so über meine Gefühle erzählt. Dann wurde das so, dann wurde es einfach nur so, ja, oh nein, es tut mir voll leid. Naja, es wird bestimmt wieder besser. Und dann haben die halt über ihre Probleme und so und ihren Stuff geredet. Und so hatte ich halt wirklich immer das Gefühl so, okay, vielleicht sind meine Probleme irgendwie irrelevant oder nicht wichtig genug. Und deswegen interessiert sich dafür keiner, also von meinen Freunden. Bis jetzt war 2022 jetzt noch nicht so krass oder so, aber irgendwie auch schon, weil ich mich, was das angeht, also voll entwickelt habe oder voll so neue Erkenntnisse bekommen habe. Ich dachte wirklich so, okay, vielleicht bist du einfach nicht die Person für Freunde. Das ist so dämlich an, aber ich dachte immer so, okay, vielleicht liegt es einfach an dir, vielleicht bist du eine komische Persönlichkeit und irgendwie, I don't know. Jeder hat so seine Menschen und jeder hat so, jeder Topf hat einen Deckel. Oh mein Gott, jetzt kommen die Sprichwörter. Nee, aber es ist nicht nur bei Beziehungen so, sondern auch bei Freundschaften. Und dass man nicht verzweifeln soll, wenn es mal nicht klappt. Und ich hatte auch früher immer das Gefühl, sorry, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich hatte früher auch immer das Gefühl, dass ich irgendwie zu viel bin. Weil, also das Ding ist, ich bin, gerade wenn ich neue Menschen kennenlerne, halt schon sehr, sehr aufgedreht. Nicht, also... Doch, ich kann manchmal schon sehr aufgedreht sein. Ich habe aufgedrehte Zeiten und dann bin ich wieder entspannter. Aber oftmals empfinde ich mich selber einfach nur als richtig nervig. Das Komische ist, mir hat das noch nie jemand rückgemeldet. Also noch nie hat mir jemand gesagt, boah, Fabian, geh mal einen Gang unter oder beruhig dich mal oder boah, du bist echt ein bisschen viel oder so. Noch nie hat mir das jemand gesagt und trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie zu viel für manche Menschen. Ich weiß nicht, ich glaube einfach, dass ich allgemein super selbstkritisch bin, dass ich mir selber am meisten Kritik gebe, von allen Menschen auf dieser Welt. Und ich weiß nicht, woher das kommt und das ist auch voll was, an dem ich arbeiten muss. Und I don't know, ich wollte mal die Gedanken mit euch teilen. Jetzt muss ich mich mal auf den Weg machen. Ich muss mich auf jeden Fall gut einpacken, damit ich nicht noch mehr verbrenne. Vielleicht gehe ich auch mal ein bisschen hier noch shoppen oder hole mir noch irgendwie was Langärmeliges, weil ich habe leider nichts Langärmeliges mit. Und jetzt mache ich mich auf den Weg. Und ja, hey, love you. Warte, ich zeige euch jetzt nochmal kurz das Stativ hier. Ist auf jeden Fall professionell. Seht ihr? Wunderschön. Ich ziehe mir jetzt was an und dann gehen wir los. Okay Leute, ich habe mir jetzt einen Matcha geholt und einen Acai-Bowl. Und jetzt suche ich mir irgendwo hier ein schattiges Plätzchen. Ich habe zwar noch keine Ahnung wo, aber irgendwo wird es hier werden. Let's go. So Leute, ich chill jetzt hier in einem Park. I don't know. Ich weiß nicht wo genau. Ist aber ganz cute. Und ich höre einen Podcast von Hannah. Von Jackie. So, Friends, ich war gerade bei Sephora und jetzt gucke ich ein bisschen. Oh, das sieht richtig schön aus. Seht ihr das da hinten? Das da? Hier ist auch richtig cute. Ich habe so einen Biomarkt gefunden, der heißt Biocoop. Biocoop? Keine Ahnung. Hat mir Laura empfohlen. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich hier was Gutes finde. Love me crazy, stupid, dumb. No, I curse at rain clouds and smile at the sun. Still I come back to before we begun. To meet you all over again. Ich bin jetzt hier wieder auf einer Einkaufsstraße. Ich weiß nicht, ob es dieselbe ist wie gerade eben. Ich glaube aber nicht. Es ist voll. Wir haben erst Donnerstag. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Gutes Wetter. Ich dachte, ich gehe mal da rein. Ich glaube, es ist so ein Drugstore. Hier ist euch rein. Scheiße. Wie peinlich. Okay. Ich kann. Das ist irgendwie alles. So gemischt. Ja. Hier ist auch eine Menge los. Naja. Ich glaube, es ist echt irgendwie alles so gemischt. Ich habe keine Ahnung, was es so richtig ist. Gott, ist das groß. Okay, Leute, das ist eine Empfehlung hier. Der Laden hat alles. Alles. So, Leute, wir haben einen neuen Tag. Ich wollte eigentlich heute nach Monaco.
Das Problem ist, ich würde mich hier gerne cute anziehen, aber ich glaube nicht, dass ich so rausgehen sollte. Nee, Leute. Nee, das ist nicht der Vibe. Das ist nicht der Vibe. Einfach die Knallrote. Leute, das sieht cool aus. Ich bin in Monaco. Das ist so cool. Early on, I let you know I needed time to grow. Cause I'm still finding my feet. Growing pains are natural. Einfach auf die Humorfalle. Ich kann mir nichts leisten. Leute, ich wurde fündig. Okay. Was ist denn jetzt im Lernen? Das zählt nicht. Ich habe keine Ahnung, wann ich laufe. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich denke nach Monte Carlo. Eigentlich will ich nur zum Strand, aber ich komme hier nur zu so einem Yachtclub oder so. Keine Ahnung, was ich machen soll. Hallo Leute. Ich bin wieder zurück im Apartment, wie man sehen kann. Ich war noch einkaufen und habe ein paar Sachen besorgt zum Essen, weil ich heute nirgendwo so richtig hinkam. Ich habe bei Starbucks gerade eben noch so ein Flatbread gegessen und eine Chai Latte getrunken. Richtig durch. Monte Carlo war so ein kleiner Reinfall, einfach weil da so unglaublich viel los war. Ich weiß nicht, ob da irgendwas ist momentan. Ich glaube schon. Ich war random plötzlich in einem sauteuren Einkaufszentrum, wo ich mir eh nichts leisten konnte. Ich war damals Sephora. Da habe ich mir, Moment, da habe ich mir einen neuen Tangle-Teaser gekauft, weil meiner sieht schon sehr abgenutzt aus. Den habe ich mir gekauft. Dann habe ich mir hier diese neuen Sprays gekauft, das ist das Fix Plus. Das gab es in so einer Größe, also es gab so einen Zweierpack. Dann habe ich mir so einen Ice Roller gekauft, den kann man so sich übers Gericht rollen. Den kann man sich so übers Gesicht rollen und dann kann das halt so in den Kühlschrank legen oder so, das soll cool sein. Ich wollte nur eine Sache kaufen und 3 von den Sachen habe ich dann in der Kasse liegen sehen und habe die mitgenommen. Das ist peinlich. Vielleicht habt ihr die schon mal irgendwo so gesehen. Ich auf jeden Fall schon. Oh mein Gott, das ist gerade so anstrengend, die Kamera zu halten. Ich werde nichts mehr machen. Ich muss noch mein Video schneiden und habe mir halt vorgenommen, vielleicht morgen Abend ein bisschen mehr zu machen. Hola! Hallo Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben den nächsten Tag. Ich habe den Morgen ein bisschen in meinem Video rumgeschnitten und einfach ein bisschen getrödelt. Sind wir ehrlich? Wir haben jetzt schon 2 Uhr. Ich habe gestern Abend einen Film geschaut, der heißt The In-Between. Und ich habe den gestern Abend geschaut und Leute, ich habe so geheult. Ich heule aber bei jedem Film. Und ich muss wirklich sagen, ne? Das kommt bei mir sehr selten vor. Ich fand den Schauspieler sehr, sehr attraktiv. Und das kommt bei mir so selten vor. Aber, ich habe das schon mal erwähnt, ne? Aber ich stehe halt voll auf liebe Augen. Und ich finde, der hat so richtig liebe Augen gehabt. Ja. Sonst sah ich so optisch nicht so. Aber den fand ich schon nett. Ist ja auch jetzt egal. Ich musste das auf jeden Fall gerade loswerden. sonst... War es eigentlich gerade? So Leute, wir haben eine Stunde später. Ich habe mich umgezogen. Ich bin immer nicht draußen. Ich werde jetzt rausgehen. Versprochen. He said one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child. These are the nights that never die. You know I'm tired. Hey Lord, you know I'm tired. Hey Lord, you know I'm tired of tears. Hey Lord. Alone I'm in the devil's head, I saw my sin. Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, ba-da-ba-da-ba, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, oh
Friends, ich bin schon längst wieder zu Hause, also im Apartment. Auch wenn ich jetzt voll spät losgegangen bin, es war so ein schöner Tag. Ich weiß nicht warum, aber ich habe heute so viele Leute angelächelt und es hat mich so glücklich gemacht. Und ich war generell irgendwie, alle waren so positiv und ich habe so ein Foto von so einer Gruppe gemacht, also die, so eine Mädelsgruppe, und die waren auch so süß und es war so, es war irgendwie alles süß heute. Auf jeden Fall mache ich jetzt nichts mehr. Ich werde jetzt noch duschen, Haare waschen. Ich mache nichts mehr, sagt mir, ich gehe duschen, Haare waschen. Ja, also ich werde mich jetzt abschminken, duschen, Haare waschen, Video schneiden. Ich habe gar keinen Bock. Okay, let's go. Let's go. Hallo Freunde, it's a new day. Ich mache jetzt auf den Weg. Ich habe den ganzen Vormittag nur Videos geschnitten oder mein Video für Sonntag geschnitten. Also für heute. Und jetzt mache ich auf den Weg. Ich habe nämlich ein bisschen Hunger. Ich weiß noch nicht, wohin ich soll. Weil ich habe eigentlich schon alle Zeiten verpasst. Weil ich zu spät bin. Wir haben jetzt schon 3 Uhr oder so. Ja. Ich muss meinen Schlüssel gut verpacken. So schiebe ich jetzt aber neuer, dass er nicht mehr da ist. Sonst geht es mir gut. Ist, glaube ich, wieder heute richtig, richtig heiß. Gestern war es richtig schön bewölkt. Ich bin ja nicht so die Hitzeperson. To be honest, ich stehe nicht so auf so viel Hitze. The other day I found love in a bookstore. I met a beautiful girl. She fell in my arms, her eyes they were calm. Took me to a distant world. Maybe I'm just old fashioned. Read too many fairy tales. It's no wonder I've had no luck. No one's ever good enough. I need to go to the bookstore more often. That's why I never fall. Hello friends, ich pack grad meinen Koffer. Es ist wieder zu tief. Oh, es ist diese blöde Lüftung hier. Es reicht. Meine Haut, oh mein Gott. Meine Haut wird immer schlimmer. Never mind. Wir werden das einfach jetzt ignorieren. Hab grad meine Haare in so einem Gedöns. Weil ich die gerade frisch gewaschen habe und ich habe, ja, ich hasse das. Ich habe die gerade eben geföhnt und dann liegen die, dann sehen die aus wie Hagrid. Nee, aber ich kriege immer so viele Fragen, wie ich es schaffe, so alleine zu reisen oder ob ich irgendwelche Tipps habe oder so. Und ich muss sagen, mir fiel das bis vor diesem Urlaub unfassbar einfach. Und dieser Urlaub hatte ich so das erste Mal das Gefühl, so, oh mein Gott, ich bin wie alleine und so. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, vielleicht gerade mit meinen Hormonen. Ich kriege jetzt meine Tage. Aber egal, wann ich mich irgendwie alleine immer so fühle, auch als ich zum Beispiel, ich habe ja auch 3 Monate mal in München allein gewohnt und da war ich erst 18. Und auch wenn ich mich da mal alleine gefühlt habe, habe ich immer Musik gehört. Immer. Ich bin spazieren gegangen, habe mir einfach die Kopfhörer reingesetzt und habe einfach meine Lieblingsmusik gehört und hab mich einfach nur auf die Musik konzentriert und bin dann einfach auch, ja, überall lang gelaufen. Bei mir ist es nämlich manchmal auch wie so Social Anxiety, wenn ich halt draußen alleine bin. Wenn ich mit Freunden bin, kann ich so das Umfeld voll gut ausblenden. Aber wenn ich alleine bin, dann habe ich manchmal so richtige Social Anxiety-Schübe und dann plötzlich kann ich nicht mehr laufen. Also das hört sich so dumm an. Aber ich kann plötzlich nicht mehr normal, also ich denke mir die ganze Zeit, oh Gott, Fabian, wie läufst du denn gerade? Oh mein Gott, wie läufst du gerade? Und dann kann ich so, dann plötzlich ist es so, als würde ich gerade laufen, neu lernen. Ich weiß nicht, das hört sich so dumm an, ne? Egal, dass ich also denke, oh mein Gott, jeder starrt mich an oder ich bin hier alleine und oh mein Gott. Und wie gesagt, also da hilft mir halt Musik unglaublich viel. Und jetzt seit neuestem auch Podcasts. Ich höre mir jetzt in letzter Zeit so häufig die Podcasts von Hannah und Jackie an. Einfach, weil ich mit den beiden auch befreundet bin und es ist einfach so, als wären die halt einfach neben mir. Und es hat mir jetzt vor allem, also jetzt die Phase voll geholfen. Aber es ist ja vollkommen normal, sich mal alleine zu fühlen.
Das ist so mein Tipp. Oder, ja, was heißt Tipp, ne? Ich glaube, das kennen eh schon viele, ne? Aber ich bin immer noch der Meinung, lieber alleine reisen, anstatt mit den falschen Menschen reisen. Weil das ist mir auch schon, ja, was heißt, es ist mir noch nicht so wirklich passiert, aber schon so, dass es nicht so krass gematcht hat, so. Keine Ahnung. Und dann würde ich immer noch sagen, lieber alleine reisen. Weil da hat man irgendwie mehr von und mehr Erfahrungen und man kommt auch weiter damit. Und alleine reisen ist so oder so einfach eine super, wie ich finde, wichtige Erfahrung, auch so für einen selber, um sich selber besser einschätzen zu können, um besser einzuschätzen, was man will, was man nicht will. Jetzt werde ich packen und muss auch schlafen gehen, weil sonst bin ich morgen nicht bereit. Ich muss nämlich morgen schon um 8 hier los. Ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. So, Leute. Baby, you'll never be lost on me.